Kaisers präsentiert. Hallo und herzlich willkommen zu Berlin kocht. Bei mir gibt es heute Knusperlachs und Ofengemüse. Jetzt zeige ich euch erstmal, was man alles dafür braucht. TK-Lachsfilet, Zucchini, rote Paprika, gelbe Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln, Thymian, Cornflakes, Semmelbrösel. Ja, und dann fangen wir am besten an mit dem Ofengemüse, weil das dauert am längsten. Als allererst schneide ich die Paprika in feine Streifen. Dann schneide ich die Zucchini in schöne schräge Scheiben. Die Zwiebel schneide ich einfach grob runter. Und dann wird das alles zusammen mariniert. Und jetzt bin ich ein großer Fan von Sachen mit den Fingern machen. Einfach ordentlich durchmischen. Dann gibt der Knoblauch, kann auch an jeder Möhre mal ran. Ich mache aus dem Ofengemüse aber einen lauwarmen Antipasti-Salat. Dann kommt drüber ein guter Schuss heller Essig, damit man die schöne Farbe nicht versaut. Das würde ich jetzt grob vermengen. So, und das kann man jetzt kalt werden lassen und dann kommt nachher noch ein bisschen Schafskäse oben drüber. So, ich würde jetzt den Lachs panieren und weil das ja ein knuspriger Lachs wird, kommen da noch Cornflakes mit in die Panade. Einfach die ganz normalen Cornflakes in den Mörser und ein bisschen rumhacken. Dann habe ich hier den Lachs, mal so 3 bis 4 Mal durchschneiden. Eins von den Filets. Hier habe ich mir gedacht, damit es ein bisschen aufregender schmeckt, machen wir auf jedes Lachsstückchen noch eine ordentliche Prise Curry. Und dann können wir ganz normal panieren. Mehl und Ei und Knusper. Hier kann man dann ruhig ein bisschen andrücken. Jetzt würde ich meinen Knusperlachs ausbacken. Zum Ausbacken nehme ich Rapsöl, das ist geschmacksneutral und kann man schön heiß werden lassen. Der Lachs sollte schon im Fett schwimmen, sonst hält die Panade nicht und schmeckt auch nicht so gut. Die Zeit, in der das Öl heiß wird, nutzen wir dazu, um einen fixen Dip zu machen. Einen Becher Joghurt und einen Becher Schmand. Der wird mit einem ordentlichen Schuss Zitronensaft gewürzt. Und weil wir Fisch haben, machen wir noch schön Dill rein. Einfach grob runterhacken. Und fertig. So, in der Zwischenzeit müsste auch unser Öl heiß sein. Ist es, man sieht es daran, dass hier so schöne kleine Bläschen am Holz hochsteigen. Würde ich jetzt einfach den Lachs ganz vorsichtig hineinlegen. So, mein Lachs ist jetzt gleich fertig. Dann habe ich gleich Zeit zum Anrichten. In der Zwischenzeit kommen hier nochmal die Zutaten. Braune Lachsfilets, Zucchini, rote Paprika, gelbe Paprika, Möhren, Kartoffeln, rote Zwiebeln, Olivenöl, getrockneten Thymian, Salz, Pfeffer, unbehandelte Zitronen, Cornflakes, Semmelbrösel, Mehl, Eier, Butterschmalz, ein Topf Dill, Joghurt, Schmand, Paprikapulver und Currypulver. Wir sehen uns nächste Woche bei Berlin kocht. Präsentiert von Kaisers.